Hallo zusammen, ich habe hier einen Tiefkühlschrank GS, Gefrierschrank oder 110 GS. Die Breite hier ist Standard 525 mm. Wie für Standardkühlschränke in Wohnmobilen und Booten verbaut wird. Standard ist an diesem Kühlschrank ein mechanischer Thermostat, so ein Drehknopf von Maximum bis Minimum. Und hier haben wir eine Option drauf. Diese Option kostet 120 Euro und der ist extern. Und wir haben hier die Innentemperatur 23 Grad. Wir können hier draufdrücken, dann ist die gewünschte Temperatur 25 Grad minus. Und wir können hier über zurück oder wir können dann hier über diesen Knopf den Kühlschrank einschalten, lange drücken und wieder lange drücken, den Kühlschrank bzw. ich meine den Tiefkühlschrank wieder einschalten. Ich betreibe den Kühlschrank jetzt hier über diese Batterie. Und wir sehen hier auf der Batterie, also hier drauf, der zieht jetzt um 4,2 Ampere. Und wenn ich den Kühlschrank hier nochmals ausmache, geht im Moment, dann ist der Stromverbrauch bei 0. Der Stromverbrauch 4 Ampere ist ja nicht unbedingt das, was wichtig ist, sondern der durchschnittliche Stromverbrauch. Und hier im Katalog, das ist der neueste Katalog, den verlinke ich euch unten drin, auf Seite 25 haben wir diesen 110 GS. Und wir haben einen Stromverbrauch von 85 Watt. Das ist der Spitzenstrom. Und bei 5 Grad innen hier und 25 Grad außen, dann braucht dieser Kühlschrank um 28 Watt. Das heißt, diese Batterie mit 1280 Watt hält um die 45 Stunden. Dann ist diese Batterie leer. Was wir hier als Optionen haben zum Kühlschrank ist GT. Das haben wir jetzt bei dem Kühlschrank auch verbaut. Statt die Standardkühlmaschine, die BD50, verbauen wir hier ein BD80 oder sogar ein BD100. Aktion jetzt im Winter, BD100 für den gleichen Preis. Wir haben dann doppelt so viel Kühlleistung. Aber der maximale Stromverbrauch ist dann nicht 85 Watt, sondern 120. Aber das spielt gar keine Rolle, weil der Spitzenwert sagt nichts aus über den Verbrauch. Wenn wir wieder auf die Tabelle gehen, habe ich hier zum Beispiel Energieverbrauch bei 5 Grad innen und 32 Grad außen, dann braucht dieser Kühlschrank 8 Watt. Was soll das? Das ist ein Tiefkühlschrank und 5 Grad innen ist Kühlschranktemperatur. Aber es gibt zum Beispiel den Wemo 106er F, der ist genau gleich groß. Da mache ich euch einen Link hier oben. Das ist dann ein reiner Kühlschrank. Nur dieser Tiefkühlschrank hier, der ist sehr stark isoliert. Und durch die starke Isolation könnte man ihn auch als Kühlschrank verwenden. Durch das braucht er natürlich dann weniger Strom. Also mit dem Digitalanzeige einstellen auf plus 5 Grad oder plus 10 Grad, 11 Grad, dann brauche ich den für einen Rotwein. Weil es gibt Camper, die gehen am Wochenende weg, 2-3 Tage und sagen, ich brauche keinen Tiefkühlschrank in der Zeit. Da lebe ich aus dem Kühlschrank. Ich brauche dann diesen Tiefkühlschrank erst, wenn ich im Urlaub bin. Und wenn ihr einen Kühlschrank habt, Tiefkühlschrank habt und darüber einen Kühlschrank, zum Beispiel einen 106er, der ist dann genau gleich groß wie den, dann habt ihr eine optimale Kombination, flexibel einstellbar. Und eben beide sind mit dem
digitalen Thermostat ausgestattet. Ihr könnt also die Temperaturen wirklich einstellen, was ihr möchtet. Hier habe ich das Tippenschild. Das ist ein Wemo 110 GS Gefrierschrank. Hier habe ich das Datenblatt, das verlinke ich euch unten, von dieser Lithium-Batterie. Eben 50 Stunden Betriebsdauer. Wenn ihr den Tiefkühlschrank als Kühlschrank laufen lässt, bei plus 25 Grad, 5 Grad innen, habe ich einen Stromverbrauch von sage und schreibe 9 Watt. Das heißt, das Teil läuft etwa 140 Stunden. Ja, das soll es gewesen sein. Ich mache euch hier einen Link vom 106er, gleich groß. Hier von einer Tiefkühl- oder Kühlbox. Hier von dieser Batterie. Und klar könnt ihr mir wieder mal ein Abo dalassen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.